Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir sind hier wieder bei Dead by Daylight. Und wir probieren mal eine vernünftige Runde zu kriegen mit unserer netten Dame. Mal gucken, ob wir vernünftige Gegner kriegen. Wir haben hier immer noch unsere Tagesaufgabe. Sieben Generatoren und die, nein, die anderen Sachen können wir leiten. Ja. Soll ich es mal probieren? Ich hoffe mal, das wird doch nichts. Alter. Na komm, ich probiere es mal. Ich werde zwar alle meine Perks verlieren. Na gut, sei es drum. Ich kann hier übrigens reingucken. Warum habe ich es mir vorher nicht aufgefallen? Okay, ein Gegner fehlt noch. Entschuldigung, ein weiteres Opfer. Will niemand zur netten Krankenschwester? Komm, die beiden könnten gehen. Ein einziger fehlt noch. Und dann gehen die, bitte geh. Ja, ihr seht, das ist ein kleines Problem jetzt hier bei dem Dead by Daylight. Was ist denn eigentlich mit der Brust? Das sieht aus wie so ein Loch. Aber es ist anscheinend nur eine reflektierende... Ja, es ist eine reflektierende Stelle. Die sind Drillinge. Und die unterscheiden sich in ihrer Haarfarbe als andere Klamotten. Das ist schon mal gut. Okay, man kann auch noch die Sachen hier abändern. Irgendwann. Ich könnte jetzt auch noch ein anderes Monster nehmen. Ach, sieh mal einer an. Nee, aber bei so hochleveligen werde ich bestimmt nicht meinen Fallensteller. Ach, das ist gut. Das ist noch besser. Es wird nicht besser. Aber egal. Will er etwa nicht mit so einem Low-Level-Ding spielen? Zwei extrem gute. Muss das sein? Naja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Bei unserer kleinen Gimmatze. So, als kleine Anmerkung. Die Aufnahme passiert mitten in der Nacht. Passend zu dem, was hier geschieht. Legt euch nicht mit Krankenschwestern an. Auch ich mag die Krankenschwester echt gerne. Und ich glaube, dieses Spiel könnte sich... Ich weiß nicht, was noch kommt, aber es könnte sich zu einem meiner Lieblingsspiele entwickeln, wenn das Matchmaking besser wird. Den Geist, ja, ich persönlich finde den scheiße, aber das ist wirklich eine reine Geschmackssache. Da kann jeder entscheiden, was ist denn euer Lieblings... Ja gut, das hat ja nicht so funktioniert mit meinem, wo ich gerne hin möchte. Na egal, was ist denn euer Lieblings... Killer? Könnt ihr das mal in die Kommentare reinschreiben? Die Maus reagiert aber ganz schön schroff gerade. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich mag die Map nicht.
Ich sag, ich mag die Map überhaupt nicht. Ganz furchtbar. Ah, es hat ja gut funktioniert. Mehrfach hintereinander. Das an der Map, dass ich hier so schlecht bin? Oder bin ich es einfach? Das ist hier die Frage. Die Map ist echt kacke. Ich habe mich immer gefragt, warum andere immer so Probleme mit dieser Map haben, also die haben, in Anführungsstrichen, diese Map nicht mögen. Es wird mal einiges klar. Man sieht überhaupt nichts in dieser Map. Ganz furchtbare Map. Die für den Killer ist fast unmöglich zu gewinnen. Man kann sie gewinnen, das geht. Ich glaube, mit Übung kann man das tatsächlich nochmal reißen, aber so wie für mich, der hier nicht jede Map auswendig kennt. Ja, super. Und weit gucken kann ich auch nicht. Ne, ich habe hier keine Chance. Eigentlich könnte ich direkt aufhören. Schnell. Dachte, der hätte sie gerade befreit. Wie war das mit den Augen von Überlebenden?
Disconnected, sehr geil. Na, keiner will ihn befreien? Okay. Ah, das war ja blöd. Komm mal mit. So, drei sind weg, wobei einer einfach disconnected hat. Wo die blöde Luke ist, pff. Das weiß ich wieder nicht. Mit dem Beam habe ich noch nicht ganz raus, wie schnell und wie lange man drücken muss, um irgendwo hinzukommen. Um den Traktor rum ist diese blöde Luke also auch nicht. Ist aber super, dass da eine disconnected hat. Zumindest für mich. Ja, ich glaube, der wird hier noch genervt. Die Olle. Das ist clever. Den Haken hier abzumachen an der Stelle. Keine Ahnung, wo ich suchen soll. Ich meine, die kann überall sein. Einfach mal reingucken. Warum nicht?
dass ich die nicht schließen kann. Es gibt noch einen geilen Perk, den ich gerne hätte. Den können wir uns demnächst holen. Wenn wir irgendwo lang genug auf einer Stelle stehen, dann wären wir unsichtbar. Ach komm, wenn du die Klappe findest, mach's bitte. Das ist langsam ein bisschen lästig. Oh, erst ein Komma hat die Klappe tatsächlich gefunden. Die Luke. Schade. War aber ein gutes Game. Siehst du denn deswegen, das mit den Bären fallen ist zum Beispiel hier total scheiße. Jetzt haben sie diese Dinger, da kann ich nur den Geist haben, sonst habe ich hier gar keine andere Chance. Wir werden das schaffen. ...100% Geschwindigkeit. Sekunden, krass. Krasses Update, Alter. Bitte? Adrenalin, äußerst selten. Du bist erfüllt von unerwarteter Energie. Wenn die Flucht kurz bevorsteht, sofortige Erholung von Verletzungen oder vom Tod und eine Sprint von 150% deiner normalen Laufzeit für 5 Sekunden, wenn die Ausgangsorte mit Energie versorgt sind. Unabhängig davon, ob du im Moment des Effekts blockiert bist. Vom Tod bedeutet, der wird wiedergeboren? Ey, wenn das wahr wäre, das ist ja mal ultra. Das ist ja mal mega unfair, was der hier an... Alter. Okay, wir müssen uns leider ein bisschen hochkämpfen. Ich möchte den da oben haben. Nummernschild von Virginia. Okay. Da brauchen wir 8000 für. Nun gut, wir haben es auf jeden Fall probiert. Nee. Leider sind die Add-ons immer so schnell weg. Finde ich sehr schade. Wir können das beim nächsten Mal nicht vergessen. Und eine Opfergabe. Verdichtet leicht, ist natürlich auch nicht schlecht.
wir probieren die mal. Mehr haben wir leider nicht. Mehr haben wir leider nicht. Hier, wie ihr seht, der Geist Stufe 1, mit dem bin ich am, den mag ich am wenigsten. Nun gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Hier bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.